Habt ihr schon die Geschichte von den drei blinden Mäusen gehört? Drei blinde Mäus. Drei blinde Mäus. Rannten durch das Haus. Rannten durch das Haus. Hinter der Bäuerin her, die schnippschnapp, schnitt den Mäusen die Schwänze ab. Was ich noch niemals gesehen hab von den drei blinden Mäus. Drei blinde Mäus. Drei blinde Mäus. Gingen zum Augenarzt. Gingen zum Augenarzt. Der Doktor hat sie mit Brillen versehen. Da konnten die Mäuse wieder was sehen. Und sagten dem Doktor auf Wiedersehen. Ja, die drei blinden Mäus. Drei blinde Mäus. Drei blinde Mäus. Gingen wieder nach Haus. Gingen wieder nach Haus. Sie rannten hinter der Bäuerin her. Die schrie und setzte sich heftig zur Wehr. Doch ihr Messer, das fand sie nicht mehr. Ja, die drei blinden Mäus. Drei blinde Mäus. Drei blinde Mäus. Besorgten sich Medizin. Besorgten sich Medizin. Sie schmierten die Salbe sich auf den Schwanz. Da wuchs er zusammen und wurde ganz. Und sie waren fröhlich ihr Leben lang. Ja, die drei blinden Mäus. Das war vielleicht eine merkwürdige Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Hallo Kinder, lasst uns was über Yankee Doodle hören. Yankee Doodle geht groß aus und reitet auf nem Pony, steckt sich ne Feder an den Hut und nennt sich Macaroni. Yankee Doodle weiter so, Yankee Doodle Dandy. Hör Musik und Tanz dazu und sei nett zu den Mädchen. Ich und Vater gehen zum Camp und mit uns Captain Gooding. Dort gibt es Männer und auch Jungs ganz fett von süßem Pudding. Yankee Doodle weiter so, Yankee Doodle Dandy. Hör Musik und Tanz dazu und sei nett zu den Mädchen. Dort kam Captain Washington hoch zu Ross geritten. Er hatte die Befehlsgewalt, es folgten ihm Millionen. Yankee Doodle weiter so, Yankee Doodle Dandy. Hör Musik und Tanz dazu und sei nett zu den Mädchen. Yankee Doodle ist echt toll! Bis zum nächsten Mal.
Habt ihr schon von den 5 kleinen Figuren gehört? Sie waren unartig. Fünf Figuren sprangen auf dem Bett. Quadrat fiel herunter und stieß sich am Brett. Dreieck rief den Doktor und der sagte streng: Keine Figuren mehr auf dem Bett. Vier Figuren sprangen auf dem Bett. Dreieck fiel herunter und stieß sich am Brett. Stern rief den Doktor und der sagte streng: Keine Figuren mehr auf dem Bett. Drei Figuren sprangen auf dem Bett. Stern fiel herunter und stieß sich am Brett. Oval rief den Doktor und der sagte streng: Keine Figuren mehr auf dem Bett. Zwei Figuren sprangen auf dem Bett. Oval fiel herunter und stieß sich am Brett. Kreis rief den Doktor und der sagte streng: Keine Figuren mehr auf dem Bett. Eine Figur sprang auf dem Bett. Kreis fiel herunter und stieß sich am Brett. Quadrat rief den Doktor und der sagte streng: Bring die Figuren endlich ins Bett. Und alle diese Figuren gingen geradewegs ins Bett. Tschüss! Regen, gehe fort, geh an einen anderen Ort, kleiner Hans will spielen. Regen, Regen, gehe fort. Regen, gehe fort, geh an einen anderen Ort, kleiner Hans will spielen. Regen, Regen, gehe fort. Regen, gehe fort, geh an einen anderen Ort, kleiner Hans will spielen. Regen, Regen, gehe fort. Regen, gehe fort, geh an einen anderen Ort, kleiner Hans will spielen. Regen, Regen, gehe fort. Regen, gehe fort, geh an einen anderen Ort, kleiner Hans will spielen. Regen, Regen, gehe fort. Es waren 10 im Bett und der Kleine sagte: Rutsch drüber, rutsch drüber. Also rutschten alle rüber und einer fiel raus. 9, 9. Es war 9 im Bett und der Kleine sagte: Rutsch drüber, rutsch drüber. Also rutschten alle rüber und einer fiel raus. 8, 8. Es waren 8 im Bett und der Kleine sagte: Rutsch drüber, rutsch drüber. Also rutschten alle rüber und einer fiel raus. 7, 7. Es waren 7 im Bett und der Kleine sagte: Rutsch drüber, rutsch drüber. Also rutschten alle rüber und einer fiel raus. 6, 6. Es waren 6 im Bett und der Kleine sagte: Rutsch drüber, rutsch drüber. Also rutschten alle rüber und einer fiel raus. 5, 5. Es waren 5 im Bett und der Kleine sagte: Rutsch drüber, rutsch drüber. Also rutschten alle rüber und einer fiel raus. 4, 4.
Es waren vier im Bett und der Kleine sagte, rutscht rüber, rutscht rüber. Also rutschten alle rüber und einer fiel raus. Drei, drei. Es war drei im Bett und der Kleine sagte, rutscht rüber, rutscht rüber. Also rutschten alle rüber und einer fiel raus. Zwei, zwei. Es waren zwei im Bett und der Kleine sagte, rutscht rüber, rutscht rüber. Also rutschten alle rüber und einer fiel raus. Einer, einer. Es war einer im Bett und der Kleine sagte, gute Nacht,